Was geht ab, YouTube? Hier ist wieder Martin Aston. Passt auf, Freunde, die Weekend League ist rum und ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Ich habe, glaube ich, absolut überperformt. Ihr seht, ich stehe hier 15 zu 1. Krass, Leute, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, ob ich einfach Glück hatte mit dem Matchmaking, ob meine neuen Taktiken super gut funktioniert haben. Also beziehungsweise meine individuellen Taktiken. Ich glaube, es lag ein bisschen daran. Ich bin von auch in Division Rivals von 1700 Punkte auf 1900 diese Woche gekommen. Ja, und wie ihr seht, stehe ich hier einfach 15-1. Das eine Spiel, was ich verloren habe, waren glaube ich 20 zu 3 Torschüsse und ich habe 3 zu 2 verloren. In der 120. Minute habe ich ein Kopfballtor kassiert, die man ja irgendwie nicht verteidigen kann. Naja, sei es drum. Auf jeden Fall habe ich jetzt eine Aufgabe für euch. Achtet bitte mal auf den Username und wäre vielleicht ganz nice, beziehungsweise bei den nächsten beiden Spielen, die ich euch hier zusammengeschnitten habe, achtet auf den Username, edit diese Leute, melden. Diese Leute melden, als Cheater melden im PSN. Das fände ich super geil, weil ihr werdet gleich sehen, was passiert. Ich lasse einfach mal laufen, ey. Naja, bei 15 dachte ich mir, Alter, komm, spiel nicht weiter. Und dann sehe ich Oba, Salah, Hazard und denke mir so, Alter, das könnte schwer werden. Der Oba ist verdammt OP. Also, der ist richtig krass. Naja, also ich habe auf jeden Fall meine Tore erstmal, also beziehungsweise die Tore aus dem Spiel rausgeschnitten. Um euch wirklich zu sagen, hier, komm, ich habe diesen Typen eigentlich besiegt. Das war das 1-0 von Kylian Lothar Mbappé. Ey, Freunde, absoluter Gamechanger. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ich habe ja mit Bale geliebäugelt und den hatte ich auch kurz im Team. Der war auch geil. Ja, Mbappé war dann, in den ersten 5 Spielen hat er kein Tor gemacht. Keins. Ich dachte mir, oha. Jetzt hat er irgendwie in 35 Spielen über 40 Tore. Geil. Aber jetzt hier seht ihr nochmal ein Username, Leute. Wie gesagt, auf jeden Fall als Cheater melden. Er drückt Pause in der Halbzeit. Dachte ich mir. Ja. Ich so, geil. Ja, 16. Sieg. Ich war richtig on fire. Ich habe mich richtig gefreut. Also wirklich, ich dachte mir, 16 Siege. Guck, ich habe unten schon die Anzeige im OBS geändert. 16, ich war mir ziemlich sicher. Alter, ich führe 1-0. Ne? Ja, und dann das. Normalerweise kommt ja dann dieser Balken, dass man den 16. Sieg erreicht hat. Dann habe ich natürlich direkt nachgeguckt. Das muss jetzt der 16. Sieg gewesen sein. Ich habe geführt. Ich hatte keinen Internetabbruch oder sonstiges. Ja. Wie ihr seht, 15 Siege. Nice, ich gehe nochmal raus und nochmal rein. Ich dachte mir, Anzeigefehler. Nix. Ja. Ich habe dann diesen Typ geedit. Er hat sein Profil natürlich nicht öffentlich. Man kann also nicht auf sein PSN-Profil zugreifen. Dann habe ich ihn angeschrieben und er hat mich auch direkt beleidigt, Leute, ne? Als Pay-to-Win-Motherfucker oder so, keine Ahnung, also das habe ich dann natürlich auch nochmal gemeldet und so weiter. Naja, machst du nix. Und hier, nächstes Spiel, Kanté ruft erstmal an, ey. Kanté ist absolut einer meiner Lieblingsspieler. Der Typ ist so krank! Kauft euch Kanté, ey. Auch wenn er klein ist, der Typ ist der Wahnsinn. Der kann nämlich auch schießen. Wenn ihr im grünen Bereich seid, beim Time-Finesse-Schuss ist er auf jeden Fall drin. Ja, nächster Gegner, der genau das gleiche abgezogen hat. Hier dachte ich mir auch schon wieder geil. Oh, super. 3-0. Martin hat gewonnen. Ja, springen wir in die 55. Minute oder so. Da wollte ich dann nochmal wechseln. Ich glaube, da war es dann auch schon wieder gegessen, dass der Typ einfach wieder das gleiche abgezogen hat. Und es ist noch einem Kumpel passiert, dem Daniel Klinge. Dem Messerklinge kennen vielleicht einige auch aus Streams. Ja. Was soll ich sagen? Ich weiß nicht, ob das erst seit diesem Wochenende modern geworden ist, dass die Leute, die anscheinend nichts können, No-Loss-Glitch benutzen. Hier, guck einfach. Es lädt. Und da hatte ich direkt schon wieder Panik und ja, es war genauso.
wie beim Spiel davor. Ich bin dann auch vor und zurückgegangen und ich habe den Sieg einfach nicht bekommen. Hier seht ihr, normalerweise ändere ich unten rechts die Anzeige immer direkt. So geil, 17. Sieg, dachte ich mir dann irgendwie doch nicht. Und keine Ahnung, ob das anderen Leuten auch dieses Wochenende passiert ist. Ich kenne zumindest jetzt mich und noch jemanden, denen das an diesem Wochenende passiert ist. Man hat einen Sieg sicher und die Leute, ja. Ich habe auch keine Niederlage. Ich hatte fairerweise dann die Chance, natürlich den Sieg nochmal zu holen, aber ich finde das auch vom Kopf her richtig, richtig hart, weil wie willst du denn das machen? Du freust dich über deine Siege und dann regst du dich tierisch auf, dass du den Sieg nicht bekommen hast. Du bist down, du bist auf jeden Fall down. Und dann hast du diesen Zeitdruck. Na gut, 21-7, Elite ist noch drin. Genau in diesem Zeitpunkt hätte ich eigentlich die Elite schon sicher. Und dann kam hier der mit den Bundesligaspielern da vorne mit den roten Karten. Boah, spiel das mal weiter, wenn du vom Kopf her eigentlich denkst, ja toll, eigentlich habe ich das schon geschafft. Ja, machst du nichts. Der Paul Labaril Pogba, Alter. Popka meine ich natürlich, denn nicht, dass sich die Leute wieder beschweren. Er war einfach krass am Wochenende, er war übertrieben krass. Aber hier den Bundesligaspieler habe ich dann gleich auch 2 oder 3-0 besiegt. Boah, ich habe auf jeden Fall mein bestes FIFA gespielt, was ging. 4-2-3-1 durchgängig. Hier habe ich nochmal ein bisschen reingelackt bei dem Freistoßtor. Wie ihr hier seht. Das nennt man Billo-Tor, Freunde. Passt auf. Oh ne, das war eigentlich noch ganz in Ordnung, ne? Hier hatte ich auch schon wieder richtig Puls, richtig Schiss, weil Rage Quit und ich denke mir, nein, nicht schon wieder. Also ich glaube, ich hätte da nicht weitergespielt, ja. Dann hätte ich gesagt, fickt euch EA. Ich bin auch am überlegen, ob ich EA noch anrufe und richtig Terror mache, weil ich habe die Beweisvideos, dass mir diese zwei Siege fehlen für Elite. Ja, und dann kam das entscheidende Spiel. Ballack, Cruyff, Ferdinand, Messi, Reus und ich dachte mir nur so, ja moin, Alter. So sah das bei mir aus. Leute, ich war übertrieben nervös. Und dann direkt am Anfang hier. Druck von mir. Ich wollte dieses Spiel einfach gewinnen. Und der Ball geht nicht rein. Und quasi direkt im Gegenzug. Ich verteidige wie der letzte Bastard, Freunde. Er geht da einfach durch und dann... Das war das Billo-Tor. Irgendwie... gelangt er zu ihm, ja. Und was man nicht machen darf, Freunde, außer Emotion heraus die Taktik bestimmen, außer Wut heraus. Ich habe dann Pressing gespielt und wollte einfach auf Biegen und Brechen. Ja, kassiere ich das 2 und 3-0. Dann habe ich alles gegeben, Leute. Ich habe wirklich alles nach vorne geworfen. Ich hatte, glaube ich, nur noch Kanté drin als einzigen Defensiven da im Mittelfeld. Hab noch das 3-1 gemacht. Hier nochmal eine dicke Chance in der 93. Minute. Aber damit war die Elite futsch. Ich habe keine Ahnung. Ich werde jetzt auf jeden Fall zusehen, dass ich EA kontaktiere. Ich rufe die an. Ich habe die Beweise, ich kann denen die schicken. Ich habe die beiden Leute gemeldet. Freunde, ich würde mich auf jeden Fall mega drüber freuen, wenn ihr die auch meldet. Ich weiß, ich werde davon keinen Sieg... Ich habe eigentlich 24 Siege geholt. 24, das ist ein Sieg. Vor Elite 2 mit einem RTG-Account. Ich finde das richtig, richtig krass. Also ich freue mich auf jeden Fall übertrieben über die Leistung, aber die Preise werden jetzt wieder Gold 1 Reward sein. Das ist natürlich bitter. Keine 3 Informs, Player Picks ein bisschen geringer, weniger Coins. Machst du nichts, Alter. Ich freue mich über die Leistung. Ich bin absolut stolz. Ich finde das richtig krank, was ich da abgerissen habe. Vor allen Dingen, vor 3-4 Wochen waren das nur so 14 Siege. Jetzt fast 10 mehr. Geil, oder? Also Freunde, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Meldet diese Bastarde. Freunde, bis zum nächsten Mal. Donnerstag werdet ihr auf jeden Fall sehen. Ich ziehe auf jeden Fall jetzt mal was Geiles. Ich habe die Schnauze voll, ey, wirklich. EA wird angerufen. Ich überlege noch, ob ich das aufnehme und vielleicht auch hochlade.
Freunde, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.